In der zweiten Halbzeit Aue wieder gut aus der Kabine gekommen. Und mit Hochscheid, das war zunächst nicht gut geklärt. Und Hochscheid, der wird nicht angegriffen und trifft. 56. Minute, 1:1, das ging in Ordnung. Ja. Hochscheid war derjenige, der das Auerspiel ankurbelte. Und zwar bis in die Schlussphase, 90. Minute. Da ist er plötzlich, Jan Hochscheid. Wie man aus Druck haben, Druck ausüben macht, zeigten die Veilchen von Beginn an und belohnten sich auch nach etwas mehr als einer Viertelstunde. König und Müller ließ Kirsten keine Abwehrchance. Yeah.